Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 53, erschienen am 21. Januar 2021. Am 13. Oktober 2020 wurde das Weltraumradar GESTRA eingeweiht. Es steht auf dem Bundeswehrgelände Schmittenhöhe bei Koblenz. GESTRA soll Weltraumobjekte im erdnahen Orbit rund um die Uhr überwachen. Wie das funktioniert, darum geht es in dieser Episode. Das Gespräch wurde wegen der laufenden Covid-19-Pandemie aus der Ferne aufgenommen, aber leider gab es trotz einiger Tests vorher einige Einschränkungen beim Ton. Dafür bitte ich vielmals um Entschuldigung und hoffe, dass es trotzdem recht gut zu hören ist. Danach folgen wie immer einige astronomische Ereignisse und am Schluss gibt's wie immer Infos über den Podcast selber. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema. Im Oktober 2020 wurde das Weltraumradar GESTRA eingeweiht. Als ich davon erfahren habe, wollte ich mehr darüber wissen und freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit hatte, mit dem Projektleiter zu sprechen. Mein Name ist Thomas Eversberg. Ich bin Projektleiter für das deutsche Radar-Weltraumüberwachungsradar GESTRA, German Experimental Space and Tracking Radar. Das ist das allererste Weltraumüberwachungsradar in Deutschland. Ich arbeite als hauptverantwortlicher Projektleiter im Weltraummanagement des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt verantwortlich für dieses Radar. Sie sagten ein Weltraumradar. Was kann man sich darunter vorstellen? Was tut es? Wir schauen nach oben. Wir suchen Müll. Also ich sage immer lakonisch, ich bin der Müllmann im DLR. Sie werden im Gespräch auch merken, die Müllmänner sind systemrelevant. Das sind wir im DLR mittlerweile auch. Wir überwachen den niedrigen Weltall, also die Bahnen niedrige Bahnen im Weltall, im Orbit zwischen 300 und 3000 Kilometer Bahnhöhe. Wir suchen dort nach Weltraummüll, überwachen diese Bahn, versuchen damit einen Bahndatenkatalog zu erstellen, um so sozusagen die Orbitalelemente für möglichst viele Teilchen im niedrigen Orbit zu finden. Denn Sie können sich vorstellen, diese Teilchen, die dort rumschwirren, sind hochgefährlich für aktive Satelliten, unter anderem auch für die Welt, für die ISS, also International Space Station, sodass wir größtes Interesse haben, diese Bahnen zu überwachen, weil Deutschland ist eben auch Betreiber von Satelliten. Und insbesondere im internationalen Kontext, Deutschland ist Mitglied der European Space Agency, ESA. Wir arbeiten aber auch international mit anderen externen Staaten zusammen, sodass dort ein sehr großes Interesse besteht, die Infrastruktur im Weltall zu überwachen. Das beinhaltet insbesondere Satelliten in diesen Bahnen natürlich. Dazu gehören Erdbeobachtungssatelliten. Sie haben großes Interesse natürlich, alle diese Satelliten zu schützen. Aber auch niedrig fliegende Kommunikationssatelliten etc. pp. Und dafür nutzen Sie ein Radar, weil ein Radar ist eben Tag und Nacht einsetzbar. Das können Sie mit optischen Teleskopen nicht machen. Da brauchen Sie einen klaren Himmel, aber insbesondere dunkle Nacht. Und weil Sie einen Satelliten eben nur in der Dämmerung sehen, wenn er von der Sonne angestrahlt wird, ist selbst die Nacht zeitlich für uns mit optischen Systemen. Deswegen Radar, und das ist GESTRA. Ich möchte noch mal eben kurz einen Schritt zurück machen zum Thema Weltraummüll. Also ich nehme es verstärkt wahr, dieses Thema. Wie groß ist dieses Problem? Also gibt es dazu Zahlen, mit welcher Menge, welche Größe diese Dinge haben und wo kommen die eigentlich her? Ja, diese Informationen haben wir. Wir arbeiten ja hauptsächlich im Weltraumlagezentrum in Uedem am Niederrhein. Diese Zahlen sind wir haben typischerweise etwa 30.000 Teilchen von 10 Zentimeter oder größer.
Diese Zahl springt massiv hoch, geht so auf knapp 1 Million Teilchen, 1 Zentimeter und größer und geht dann in die Milliarden, sogar in die Trillionen, wenn sie in den Millimeter- und Mikrometerbereich gehen. Diese kleinen Teilchen erscheinen Ihnen natürlich unproblematisch, müssen aber bedenken, dass sie sehr hohe Relativgeschwindigkeiten haben und eine Relativgeschwindigkeit bedeutet kinetische Energie, Energie der Bewegung. Wie auf der Autobahn stoßen Sie nicht mit einem Auto zusammen, was neben Ihnen mit der gleichen Geschwindigkeit herfährt, sondern mit einem Auto vorzugsweise, was genau auf Sie zukommt. Das heißt, Sie verdoppeln die Geschwindigkeiten im Orbit und wir reden da mittlerweile von typischerweise 50.000 Kilometern pro Stunde. Das ist ungefähr 50 Mal schneller als eine Gewehrkugel. Das heißt, was Sie da im Film manchmal sehen, oder war ja ein sehr schöner Film mit Sandra Bullock und George Clooney, Gravity, da konnte man in dem Film diese Teilchen anfliegen sehen, ist nicht möglich, man sieht die nicht, das geht schon sehr schnell. Und wenn Sie bei diesen Geschwindigkeit ein Teilchen von einem ungefähren Durchmesser 1 Zentimeter haben und der schlägt in einen Satelliten ein, haben Sie eine äquivalente Energie einer Handgranate. Das heißt, Sie zerstören den Satellit sofort. Mit einem Teilchen der von 1 Zentimeter Größe. Wie kommt es zu diesen enormen Relativgeschwindigkeiten? Naja, Sie brauchen, wenn Sie auf einer Höhe, also das können Sie ganz leicht ausrechnen oder auch abschätzen, die internationale Raumstation, die fliegt ja auf ungefähr 400 Kilometer Höhe. Und um in diesem Orbit zu bleiben, braucht sie eben eine Geschwindigkeit von typischerweise ungefähr 7 Kilometer pro Sekunde. Das ja, und wie ich gerade sagte, wenn Sie die riskanten Teilchen nehmen, die auf Sie zufliegen, auf einer anderen Bahn, aber auf derselben Höhe, dann müssen Sie diese Zahl verdoppeln. Also mit 50.000 Sachen bin ich noch bescheiden. Dann kommen Sie auf solche Zahlen und darum geht's, dass Sie da die Schäden vermeiden wollen. Das ist natürlich manchmal ist es eben nicht Verdopplung. Ich habe das natürlich dramatisiert, wenn ein anderes Teilchen, sagen wir mal, von rechts oder links kommt, kann man sich das eben geometrisch ausrechnen, dann liegen wir vielleicht bei 40.000 Sachen. Aber nichtsdestotrotz, mit so etwas müssen wir umgehen, die zerstörerische Wirkung von sehr, sehr kleinen Teilchen. GESTRA ist eben dafür da, diesen Weltraummüll zu finden, zu detektieren, den Bahndatenkatalog möglichst zu vervollständigen. Was war jetzt der Auslöser für das konkrete Projekt GESTRA? Wie ist es angefangen? Wenn man da ganz weit zurückgeht, Deutschland betreibt Satelliten und hatte nie einen eigenen Bahndatenkatalog. Das heißt, einen elektronischen Katalog, wo all diese Teilchen, die man so sehen will, aufgelistet sind mit ihren eigenen Bahnelementen, hatte Deutschland nicht. Weil wir mit den Amerikanern eine Partnerschaft in solchen Bereichen haben, eine sehr enge Partnerschaft, haben uns die Amerikaner ihren Bahndatenkatalog zur Verfügung gestellt. Das war für uns natürlich sehr gut und mit dem haben wir lange, lange gearbeitet. Und man kann das salopp sagen, die Amerikaner haben irgendwann gesagt, wir geben euch das gern, es wäre toll, wenn ihr uns helfen würdet. Wir haben das Interesse international, also wir sind natürlich kein Exklusivpartner, aber auch über die ESA läuft das. Und wir haben dann auf politischer Ebene gesagt, eine gute Idee, das macht Sinn. Wir sehen das auch so und entwickeln eine Technologie. Und das ist so im großen Grunde die Ursache für GESTRA, dass wir natürlich, wenn die Bundesregierung da so etwas initiiert, dass solche Ideen bei uns im Raumfahrtmanagement auf dem Tisch landen. Das ist sogar so weit gegangen, dass wir eine ganze Abteilung gegründet haben, das Weltraumlagezentrum in Uedem. Das ist deswegen da angesiedelt, weil dort die Luftüberwachung der Bundeswehr auch angesiedelt ist, also rein pragmatisch. Und die Idee, das mit einem Radar, das auf diese Weise zu machen, wo kommt die her? Ja, wir mussten uns natürlich überlegen, also erstmal Radar war der Königsweg, aus den bekannten Gründen. Man kann eben auch 24 Stunden beobachten. Und wir mussten natürlich uns dann überlegen, wie finden wir denn jemanden, der uns so etwas realisiert. Wir haben dann nur haben uns international informiert und letztendlich ist es dann das Fraunhofer Institut für Radartechnik in Wachberg bei Bonn geworden.
Die machen das seit 60 Jahren. Wer schon mal in Wachtberg war oder in der Nähe von Bonn, der hat vielleicht zufällig diesen 30 Meter großen Golfball auf der Höhe über Bonn gesehen. Da drin ist ein Radar, ich weiß nicht, 50 angebaut, Riesenteil. Und damit arbeiten die jetzt schon sehr, sehr lange. Und das ist für uns natürlich sehr charmant gewesen. Sie können sich vorstellen, wenn man ein Projekt macht. Ich habe schon in Projekten gearbeitet mit Partnern in München, Berlin. Für jedes einzelne Meeting müssen sie dann dahin fahren oder fliegen. Irgendwann sind sie mit dem Fliegen leid, dann fahren sie mit dem Zug, das ist angenehmer. Das ist für mich als Projektleiter extrem attraktiv, weil die sind sozusagen um die Ecke. Wenn ich etwas wissen will über den Fortschritt, dann kann ich da anrufen, hören Sie mal, ich habe Langeweile, kommen wir mal einen Kaffee trinken und dann fahre ich da hoch und lerne sehr viel über den Arbeitsfortschritt. Und wir haben dann den Auftrag am Fraunhofer vergeben, das mit den üblichen Projektprozeduren. Und da das ein nationales Projekt ist, nennen wir das bei uns, es gibt auch Zuwendung, wird dieses Auftragsprojekt oder Gegenstand des Auftragsprojekts in den Besitz des Bundes übergeben. Das heißt, Gestra gehört uns, dem Bund. Ja, so ist das entstanden und das ist dann in 2014 gestartet worden. Und wir haben sofort beschlossen, zusammen mit Fraunhofer, wir würden das gerne nach Weltraumnormen machen, sodass Fraunhofer in Zukunft auch bei der Europäischen Raumfahrtagentur anbieten kann. Das sind die sogenannten ECSS-Normen, Raumfahrtnormen, haben eine Qualitätssicherung installiert, Produktmanagement, all das ganze Portfolio, was man so in einem Projekt umsetzen kann. Ja, so ist das entstanden und das ist jetzt fertig. Aufgestellt wurde es ja auf der Koblenzer Schmittenhöhe. Wenn ich das richtig habe, ist das ein Bundeswehrgelände. Warum dort? Wir brauchen für so ein Radar einen Ort, der geeignet ist. Sie können sich vorstellen, bei einem Radar dieser Art, wir haben einen Sender und einen Empfänger. Der Empfänger ist eigentlich gar nicht das Problem. Wir senden bei 1,2 Gigahertz. Salopp gesagt sind das Mikrowellen. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie Ihre Hand in Ihre Mikrowelle reinpacken, dann wird sie irgendwann warm. Sollten Sie nicht tun. Das ist beim Radar in diesem Wellenlängenbereich genau das Gleiche. Das heißt, wir mussten einen Sicherheitsabstand definieren, den haben wir ausgerechnet, das sind 74 Meter. Und das haben wir gegengerechnet, natürlich gegen die Abstrahlleistung des Senders. Wir haben das ausgerechnet, Sie bekommen da eine Strahlung in 74 Meter Entfernung, als würden Sie Ihr Handy 5 Zentimeter vom Ohr entfernt halten. Aber das bedingt, wir müssen eben diesen Abstand haben, im Durchmesser etwa 150 Meter. Ich sage Laien immer, das ist ja ein relativ kleiner Shelter, aber sobald ich das Gerät einschalte, wird es 150 Meter groß. Das ist ein bisschen komisch, aber so ist das halt. Und wir suchten natürlich einen Ort, der diese Räumlichkeiten bietet. Aus technologischer Sicht wollen wir sogenannte Beam-Park-Experimente durchführen. Sprich, wir wollen mit einem anderen Radar kooperieren. Sie können sich das vorstellen, Trigonometrie. Wenn ich von rechts, von links gucke, kann ich die Bahn besser bestimmen. Und das wollen wir zusammen mit Wachtberg machen, mit der großen Schüssel, die die da haben. Und mit dem Radioteleskop in Effelsberg als Empfänger. Da haben wir so 2-3 Tage im Jahr mit denen arbeiten. Und das darf nicht zu weit entfernt sein. Das führte dazu, dass die Bundeswehr grundsätzlich erstmal über 400 Standorte eruiert hat. Und wir haben uns dann in der engeren Wahl 8 oder 9 haben wir uns nochmal genauer angeguckt. Ja, und da wurde es dann die Schmittenhöhe, weil es einfach perfekt war. Guter Zugang. Es ist ein freies Gelände. Es ist nicht mehr militärisch genutzt, sondern wir arbeiten sehr eng mit dem Naturschutzbund zusammen. Es ist ein Fahrzeuggelände, das ist ein riesiges offenes Gelände, es sind viele Spaziergänger da. Selbstverständlich haben wir eine Öffentlichkeitsveranstaltung in Koblenz gemacht, um die Öffentlichkeit zu informieren. Nein, es ist kein Atomkraftwerk, nein, es sind keine Außerirdischen, es ist nicht gefährlich. Und deswegen haben wir das gemacht. Wir sind dann eben auch sehr gut mit der Stadt Koblenz ins Benehmen gekommen. Deswegen steht das da.
In der Pressemitteilung des DLR wird erwähnt, es würde sich um ein weltweit einzigartiges Vorgehen handeln. Was macht dieses Projekt einzigartig? Wir hatten ursprünglich den Wunsch, und den haben wir weiter verfolgt, dieses Radar mobil zu gestalten. Sprich, wir wollen nicht nur in Koblenz sitzen, sondern diese Radare ausbringen, um verschiedene Bahnen gut zu beobachten. Das heißt zum Beispiel, in hohe Breitengrade zu gehen. Bahnmechanik, da kann man viele Sachen. Oder sogar in die Antarktis, also mobil. Das heißt, wir mussten es möglichst klein machen, damit man es auch transportieren kann. Wir haben dann sehr schnell beschlossen, wir machen da einen Sender und einen Empfänger in zwei verschiedenen Sheltern. Ich sage extra Shelter. Diese Dinger sehen aus wie Container, sind aber keine Container. Wenn Sie da auf den ersten Blick drauf gucken, denken Sie, ach, ist ein 40-Fuß-Container. Der viel größer ist 4x4x18 Meter mit 90 Tonnen Gewicht. Und mit dieser Technik, wenn Sie aber gleichzeitig kleine Teilchen und möglichst gut Bahn beobachten wollen, müssen Sie natürlich große Energie da reinstecken. Sie müssen ja gut senden. Sie senden ja eine Welle nach oben auf das Teilchen. Das wird reflektiert und mit dem Empfänger sehen Sie das dann. Dummerweise durch das Senden und Reflektieren geht die Genauigkeit mit dem Abstand hoch 4, nicht hoch 2, möglicherweise. Also das ist richtig böse. Und Sie müssen deswegen in dieses kleine System, relativ kleine System, um es mobil zu halten, eine sehr hohe Energie reinpacken. Das heißt, was wir da haben, hat eine sehr hohe Energiedichte, Energie pro Volumen. Das ist in dieser Form schon sehr außergewöhnlich. Es gibt Ansätze in anderen Staaten, aber das haben wir wirklich vorgeschoben, weitergeführt, angetrieben, sodass wir hier eine hohe Energiedichte haben. Ein anderes Alleinstellungsmerkmal, ein ganz besonderes Merkmal ist die volle Digitalisierung des Senders und Empfängers. Das heißt, Sie haben in Wirklichkeit nicht eine Antenne, sondern rotierenden Balken auf Schiffen. Das haben Sie da nicht, sondern das ist eine Fläche, eine kreisförmige Antenne. Da sind ganz viele kleine Antennen drin, 256 kleine Antennen, die sind nur 10 mal 10 Zentimeter. Und wir steuern mit diesem Cluster, diesem Verbund von kleinen Antennen, diese sogenannte Radarkeule nach oben. Und weil das digital ist, können Sie jedes einzelne Element im Millisekundenbereich ansteuern. Das ist auch ein ganz besonderes Merkmal. Also in Summe, es ist die Transportabilität, es ist die Kontaktzeit und es ist die Energiedichte. Und das erzeugt Aufmerksamkeit weltweit, weil wir eben durch diese Digitalisierung sehr schnell reagieren können. Wir können sogenannte Suchzäune am Himmel aufbauen innerhalb von 5 Sekunden und dann sehen, fliegt da eigentlich ein. Ja, wenn Sie sich jetzt mit dem Radar einen Bereich am Himmel sozusagen ansehen, also dort Energie hochschicken und dann die Reflexion ja sozusagen abwarten, also die Reflexion dann messen. Wie groß ist der Bereich, den Sie messen können in einem Durchgang? Wir haben da verschiedene Modi. Ich sagte, ich habe gerade den Begriff Suchzaun genommen. Wenn Sie einen Radarstrahl nach oben schicken, ist das ein projizierter Kreis am Himmel. Das hilft Ihnen nicht so viel, weil da wollen Sie natürlich einen ganz breiten Bereich an den Himmel projizieren von etwa 15, 20 Grad, damit Sie möglichst viele Teilchen, die da durchfliegen, auch wirklich sehen. Wenn Sie so einen kleinen Kreis nur am Himmel machen, fliegt da oben alles rum, nur Sie sehen dann nichts, gucken Sie an die falsche Stelle. Wir setzen in verschiedenen Modi, also Betriebsmodi, setzen wir einen Suchzaun derart hin, dass wir diesen kleinen Kreis nehmen und dann springt er dahin und im Millisekundenbereich setzen wir daneben wie im Suchzaun, also neben so eine ganze Reihe von diesen Kreisen. Und das machen wir in zwei Reihen, damit da auch wirklich jedes, was da ankommt, durchfliegt. So, das ist die Projektion am Himmel, die ist schon relativ gut. Sie sprechen implizit ein großes Problem an bei dieser Arbeit, denn wir haben ja nur ein Radar zurzeit. Und Sie können sich vorstellen, dass der Himmelsausschnitt einer Bahn, einer Satellitenbahn im Verhältnis zum gesamten Globus klein ist. Wollen wir natürlich nicht. Und da komme ich auf die Mobilität zurück.
Wir würden gerne mehrere Radare weltweit ausbringen. Sie können sich vorstellen, wenn ich nur so einen ganz kleinen Bahnausschnitt habe und daraus soll ich mir meine Bahnelemente berechnen, da habe ich große Fehlerbalken. Wenn ich aber auf der anderen Seite der Erde noch so ein Radar habe und kann dieses Teilchen dann ebenfalls detektieren und kann eine Bahn berechnen, dann ist die viel genauer, wenn ich mehrere, ja, sag ich, mehrere Personen am Ort habe, die das irgendwie sehen. Und dann habe ich halt eine genauere Bahn. Das heißt, man würde diesen Fehlerbalken kleiner machen, indem man das versucht, das gleiche Teilchen simultan von mehreren Stellen zu detektieren. So ist es. Und da ich oben im Orbit innerhalb von einigen hundert Umläufen keine Veränderung der Bahnelemente erwarte, sage ich, nehme an, ich bin in Deutschland hier, das habe ich detektiert, schnelle Nachricht nach Neuseeland zum Beispiel, pass mal auf der Bahn kommt da was, könnte das auch mal berichten. Diese beiden Stationen haben natürlich einen relativ großen Fehler in der Bahn, aber kombiniert reduziere ich den. Bis zu welcher Größe runter können Objekte mit Gestra detektiert werden? Ja, das müssen wir erst noch mal sehen. Also sind keinesfalls diese 1 Zentimeter großen Teilchen. Sie können sich vorstellen, wenn ich einen Satelliten mit Solarzellen habe und ich beobachte den entlang der Solarzellenachse, dann sehe ich den vielleicht gar nicht. Wenn ich ihn aber senkrecht zur Solarzellenachse beobachte, dann sehe ich dann den sehr wohl. Das heißt, es kommt hier auch massiv auf die Geometrie des Objekts an. Dafür, um dem so ein bisschen abzuhelfen, hat die Wissenschaft die sogenannte Radar Cross Section, den Radarquerschnitt eingeführt. Das heißt, ich nehme ein Teilchen, ein nicht rotationssymmetrisches oder nicht sphärisch symmetrisches Teilchen und rechne das um auf so einen Radar Querschnitt. Das ist aber wirklich nur eine Hilfsgröße. Man müsste mal abwarten, was wirklich läuft. Ich gehe davon aus, dass wir so bei 500, das hängt ja auch von der Bahnhöhe ab, wenn ich auf 300 Kilometer beobachte, ein 1-Meter-Teilchen, Bahnsatz und stelle fest, bei 3000 Kilometer muss es 10 Meter groß sein. Also das hängt davon auch ab. Wir müssen immer die Höhe mit betrachten. Das heißt, was ich Ihnen jetzt sage, sind einfach nur Abschätzungen, die wir uns erhoffen. Die liegen so in der Größe eines Wasserballs auf 500 Kilometer Höhe. Das heißt, diese 1-Zentimeter-Teilchen werden wir niemals sehen. Das ist ein frustrierendes Geschäft. Man möchte natürlich alles sehen, können sie aber nicht. Was machen sie denn da? Naja gut, da geht der Wissenschaftler ran, der Physiker, und sagt, okay, machen wir Statistik. Statistik ist ein sehr mächtiges Werkzeug und wir nehmen dann diese Teilchen in den Bahndatenkatalog auf und schätzen durch statistische Methoden ab, was fliegt denn da so insgesamt rum. Wir können davon ausgehen, wenn meinetwegen eine Raketenoberstufe nach dem Launch in diesen Höhen zerplatzt, kaputt geht, die Ariane ist da so ein notorischer Fall, dann setzt die natürlich große Teilchen aus, die wir dann sehen können, aber wir wissen, es werden dann auch kleine Teilchen sein. Ja, und in dieser Größenordnung liegt das. Also Sie dürfen nicht erwarten, dass wir diese bohnengroßen Teilchen sehen. Das sind sehr große Antennen wie dieses Tira in Wachtberg, diese große Schüssel, Tira heißt das. Die können das, aber die können dann natürlich nicht diese Schüssel verschieben, irgendwie nach Neuseeland bringen. Ist natürlich auch nicht teurer. Da müssen Sie sich überlegen, wo ist mein Kompromiss? Diese Frage beantworte ich dann immer so mit dem Vergleich. Dieses Großradar in Wachtberg, genannt Tira, das ist das Schlachtschiff und wir sind die kleinen Schnellboote. Aber bei der Konzeption von Gestra wird man ja so eine gewisse Vorstellung, Idee gehabt haben, was man sich erhofft, messen zu können. Meter, meinen Sie, können runter? Ja, ich muss Sie da leider enttäuschen. Genau das konnten wir nicht wissen. Okay. Gestra ist kein, dazu muss man wissen, Gestra ist kein operationelles System. Das nennen wir so nicht. Das ist nicht für den üblichen Alltagsgebrauch konzipiert. Das ist ein wissenschaftliches System. Das ist wirklich eine Erstentwicklung, wo wir im Raumfahrtmanagement sehr klar wussten, da können uns viele Hürden auftauchen, viele Schwierigkeiten. Wir müssen jetzt erstmal lernen, wie geht sowas eigentlich?
ist nicht nur Fraunhofer involviert, sondern auch eine wissenschaftliche Community, die zum Beispiel die TU Braunschweig, die machen solche Kataloganalysen. Dann haben wir München, Uni Bonn, die machen Elektroneninhalt der Hochatmosphäre, um so Abbremssituationen. Also es gibt, das können wir gar nicht wissen. Wir dürfen nicht vergessen, so etwas gibt es in dieser Form noch nicht. Und dann müssen sie erstmal salopp gesagt üben. Und dann tauchen Probleme auf. Hat man eine Idee für eine Art Folgeprojekt, in das die Erkenntnisse von Gestra dann einfließen könnten? Ja, da sind wir bei. Wenn Sie so etwas entwerfen, tun Sie gut daran, strategisch weiterzudenken. Es wäre eine dumme Idee, zu sagen, jetzt baue ich das erstmal, gucke mir an, wie läuft es jetzt genau, und dann 5 Jahre später fange ich mit dem nächsten Projekt an. Das sollte man nicht tun, sondern direkt auch, und das tun wir auch, in die Zukunft schauen und zu überlegen, wie können wir es denn besser machen? Wie tun wir das? Und dafür ist ein, wir nennen es Gestra Plus geplant, ein neues System, um die Empfindlichkeit zu erhöhen, aber möglichst gleichen Mobilität. Wie das aussieht, wissen wir per heute noch nicht. Die Finanzierung ist noch nicht gesichert. Das heißt, wir müssen für verschiedene Designs eine Machbarkeitsstudie erstellen. Wie machen wir das mit einer größeren Antenne oder machen wir es mit dem Digitalkonzept anders? Das wissen wir tatsächlich noch nicht. Wir arbeiten hier an der Front der Wissenschaft, auch wenn es sich nicht so anhört. Wir wissen es schlicht noch nicht und versuchen das dann. Wir im Raumfahrtmanagement sind wir ja nur, wir sind ja eine Agentur. Wir entwickeln ja nicht selber, wir geben sowas in den Auftrag und müssen dann sehen, dass wir mit unserem Hauptauftragnehmer entsprechende Konzepte bekommen. Das ist bei Gestra sehr schön gewesen. Auch Fraunhofer macht ja nicht alles in Gestra. Die Platinen und deren Bestückung geben sie außer Haus, die Kühlungsmechanismen. Das ist ganz witzig, das Kühlungskonzept kommt von einer Firma, die auch Klimaanlagen in Operationssälen macht. Wir haben gutes kleine und mittelständische Unternehmen als Unterauftragnehmer. Wir haben kein großes Unternehmen darin. Da sind wir sehr stolz, dass wir kleine Unternehmen in den Raumfahrtsektor liefern. Das müssen Sie alles erstmal lernen. Deswegen interessierten Laien dann auch immer wieder, da liegt der Grund, warum wir 6 Jahre gebraucht haben, um das überhaupt zusammenzubauen. Natürlich, wir planen jetzt einen Nachbau nur des Empfängers. Natürlich versuchen wir das in 2-3 Jahren zu schaffen, sind wir auch ganz optimistisch, aber nur ein System. Da bewegen sie sich dann plötzlich im Raumfahrtsektor, insbesondere dann, wenn sie Raumfahrtnormen annehmen wollen. Das ist dann ganz böse. Da wird jede einzelne Schraube untersucht. Nochmal kurz zu den Messungen selbst zurück. Also, der Himmelsausschnitt, Sie sagten, man untersucht eben Bahndaten. Wenn ich mir jetzt so, ich stelle mich eben auf einen Hügel, dort sehe ich den containerähnlichen Aufbau, ich sehe also die Gestra-Sendeanlage und ich sehe eben den großen Himmel über mir. Welchen Bereich kann Gestra davon erfassen, untersuchen? Ja, wir haben, das muss ich jetzt mal eben überlegen, wir schauen nicht zum Horizont aus Sicherheitsgründen. Da einen mechanischen Block drin, einen Bolzen, der das verhindert. Also wir können ungefähr runter bis auf 40 Grad über dem Horizont, 35. Und das ist der Bereich, den wir untersuchen können. Wenn Sie sich das mal vorstellen auf so einer Kugel, Erdkugel, dann ist das eben sehr wenig. Und in diesem Bereich messen wir. Ich sehe also so im Prinzip eine Art kreisförmigen Himmelsausschnitt. Ja, genau. Das ist von der Sphäre sehen Sie so einen kreisförmigen Ausschnitt in diesen besagten Winkelbereichen und damit arbeiten wir erstmal. Und jetzt verstehen Sie auch, warum man da so wenig, so ungenaue Bahndaten bekommt. Das gerne besser machen. Wir haben das mal so ein bisschen ausgerechnet. Wir meinen, wenn wir die gesamte Himmelssphäre weltweit beobachten wollten, müssten wir etwa 30 dieser Radare ausbringen. Das hört sich nach viel an, aber bei dem Preis, den wir da so ungefähr haben, das sind so 50 Millionen, ganz grob gesagt,
die ein so ein System kostet, dann liegen sie da bei 1,5 Milliarden. Auch ein ganz enormer Batzen Geld. Aber wenn sich mal einige Projekte im Raumfahrtbereich angucken, wird es dann wieder günstig. Wenn man dann auch noch weiß, Leute, wir sind die Müllmänner. Wenn ihr hier nichts macht, werdet ihr irgendwann nicht mehr fliegen. Dann halte ich doch für dramatisch wichtig, dass wir das jetzt tun. Es verhält sich so ein bisschen wie der Klimawandel. Wenn wir jetzt nicht mal langsam was tun, werden wir irgendwann nicht mehr fliegen. Die Zahlen sind da auch relativ genau. Es gibt Modellrechnungen aus von der Uni in Braunschweig. Wenn wir jetzt nichts tun, fliegen wir im Jahr 2100 machen wir keine Raumfahrt. Diesen besagten Bereich einmal komplett zu erfassen, wie lange wird das mit Gestra dauern? Naja, das hängt davon ab, wie die Finanzierung ist, welche Partner wir haben. Also ich meine jetzt den Bereich, den eine Station abdeckt. Oh, das haben wir noch gar nicht genau berechnet. Sie machen, sie gucken nicht den gesamten Bereich ab, sondern sie schauen sich das eben, sie bauen einen sogenannten Suchzaun auf. Das heißt, sie haben einen Suchzaun von einer bestimmten Ausdehnung, den schaffen sie in 5 Sekunden. Aber den bauen sie wieder neu auf. Es kommt darauf an, wie genau sie arbeiten müssen. Da gibt es gar keinen festen Wert. Was wir aber wissen, ist, dass sie innerhalb von... Außerdem müssen sie bedenken, wenn ein Teilchen den Orbit einmal um die Erde fliegt, dann ist die Erde drumherum schon wieder weg. Die dreht sich ja weiter. Das heißt, es dauert 2-3 Tage, bis das Teilchen wieder auftaucht. So einfach ist das leider nicht. Die Himmelsmechanik ist eben nicht wie Captain Kirk. Das ist leider so. Wir können nicht einfach hin und her. Also das müssen wir aus Erfahrung einfach lernen. Wie wird das genau abgedeckt? Wenn Sie jetzt Daten gewonnen haben, wo laufen die hin? Wie geht es mit den Daten weiter? Die gehen direkt per Digitalleitung nach Uedem zum Weltraumlagezentrum am Niederrhein. Das ist zwischen Goch und Kalpa. Dort werden die bearbeitet. Die landen dort in der sogenannten, wir nennen sie immer OPS, also die Beobachtungsstation. Da haben sie tatsächlich wie in Houston, we have a problem, haben sie da große Bildschirme an der Wand und das wird da projiziert. Da sitzen dann Kollegen an ihren Arbeitsplätzen vor den Rechnern. Die Rechner sind mittlerweile flacher als vor 50 Jahren, sieht nicht mehr ganz so gepackt aus. Ja, und da ist im Operationszentrum, sitzen die, die Operators im 24-7-Betrieb, das heißt 24 Stunden, 7 Tage, falls da irgendwas passiert, dass sie sofort alarmiert sind. Das kann der Fall sein, wann war das denn? Da war vor einiger Zeit, kam die chinesische Raumstation Tiangong runter und dann wird in Uedem angefragt, müssen wir uns Sorgen machen, wie sieht es damit aus? Verfolgt ihr das? Ja, wir verfolgen das, wir sind dabei. Und diese Daten gehen dann einmal in die Auswertung zur Weltraumlage und B, später dann auch in die Wissenschaft, in die deutsche Wissenschaft. Wir stellen die zur Verfügung, diese Daten. Jetzt hatten Sie ja gesagt, es ist also auch ein Bestandteil DLR, Teil der ESA, und dass es eben die Gedanken gibt, diese Daten zu teilen international. Auf welchem Wege läuft das? Läuft erstmal im nationalen Kontext und dann werden im sogenannten EUSST-Konsortium auch durchaus Daten ausgetauscht. EUSST, European Union Space Situation and Tracking. Mit denen arbeiten wir zusammen. Wir sind in einem Fünfer-Konsortium beteiligt. England, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland und mit assoziierten Ländern. Ich glaube, es ist Polen, Rumänien. Im nächsten weiß ich, das ist nicht mein Arbeitsbereich. Ich kümmere mich um die Technologie. Aber wir haben natürlich Kollegen, die da auch mitarbeiten. Und dann werden die Daten da, wenn es wirklich in einem sauberen Betrieb läuft, auch möglichst geteilt. Wir haben eine sehr enge Kooperation mit Frankreich, die auch von Systeme fährt. Läuft auch hervorragend. Da haben wir bei diversen Meetings dann einfach auch französische Kollegen da, die sich da informieren. Da geben wir auch gerne Informationen rüber. Ja,
Und so versuchen wir das in Zukunft zu koordinieren. Aber da bitte ich auch um Geduld, Entschuldigung, wir sind noch nicht so weit. Klar. Wir üben noch. Ne? Das nimmt tatsächlich ein bisschen vorweg, was meine nächste Frage gewesen wäre. Sie haben jetzt, ich glaube, im Oktober die offizielle Übergabe, die Einweihung gehabt am Standort auf der Koblenzer Schmittenhöhe. Was sind denn im Moment so die aktuellen Schritte? Die aktuellen Schritte sind jetzt erstmal, ich nenne es immer Engineering Runs, also das System erstmal kennenlernen. Wir haben eine kleine Bedienungsstation innerhalb des Empfängershelters. Da sind dann die Ingenieure von Fraunhofer noch dran. Sie dürfen nicht denken, dass man so ein System dann baut und dann drückt man auf den Knopf und los geht's. Das ist so nicht. Systeme einfahren sozusagen, da muss man erstmal lernen, verhält sich das Gesamtsystem dann eigentlich wirklich so, wie wir es projektiert haben? Wie ist das mit einzelnen Betreuungsmaßnahmen, diese Maintenance, also die Wartung? Wir müssen ja auch warten. Dazu gehören ganz banale Sachen wie das Schmieren der Antennendrehstand. Ja, also ist völlig banal, aber klar, muss man alles lernen, ja? Also wenn Sie ein neues Auto bauen, fahren Sie nicht einfach aus dem Werk raus, sondern dann fahren Sie erstmal auf die Teststrecke. Diese Engineering Runs, diese ersten Versuche, dafür hat man ja wahrscheinlich einen gewissen Zeitrahmen eingeplant, bis man in so einen Regulärbetrieb, Sie haben gesagt, es ist ein wissenschaftliches Projekt. Ist das so ein fließender Übergang oder bleibt es eigentlich dauerhaft zur Erforschung der Anlage selbst in diesem Status? Auch das müssen wir sehen. Also wir haben... Also es ist tatsächlich ein fließender Übergang, Sie haben da völlig recht. Also ich würde mich aus dem Fenster mal lehnen und sagen, na, im Sommer, Juni oder sowas, dann sind wir schon so weit, dass es jetzt richtig an die Substanz geht. Unerwarten. Aber wie Sie wissen, bei solchen Entwicklungsprojekten kann ja Sorge passieren. Dann stehen Sie da plötzlich, irgendwas geht kaputt oder so. Wir haben natürlich in dem Auftrag an Fraunhofer Grundanforderungen gestellt, wie viel es mindestens laufen soll. An einem Stück, dann kann man wieder mal abschalten und prüfen. Aber wann das jetzt wirklich läuft, da dürfen Sie mich nicht festlegen. Das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Dann würde ich für nun erstmal einfach wahnsinnig viel Erfolg wünschen, dass Sie einen guten Start haben mit dem Projekt. Ja. Und ich werde es mit großem Interesse weiter verfolgen. Sehr schön, machen Sie das. Vielen Dank, war mir auch eine Freude. Astronomische Ereignisse. Die astronomischen Ereignisse habe ich wie immer mit Erlaubnis von Heiko Ulbricht verwendet. Nachgelesen werden können sie auf der Homepage der Zeitschrift Sternzeit. Am 21. Januar 2021 abends ist der Mond beim Planeten Mars zu sehen. Der Abstand beträgt 6,2 Grad. Am 23. Januar ist ebenfalls abends der Mond zwischen den offenen Sternhaufen Hyaden und Plejaden zu sehen. Das dürfte auch ein recht netter Anblick sein. Auf Distanz ganz nah. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Auf Distanz ganz nah, diese Rubrik, das ist die Rubrik über den Podcast selber. Und da möchte ich natürlich jetzt auch ein bisschen was erzählen. Dieses war die erste Episode seit längerer Zeit. Da gab es einige Dinge, die dafür gesorgt haben, dass ich nicht zum Produzieren kam oder schlicht nicht produzieren konnte. Diese Lage beruhigt sich momentan etwas. Ich hoffe, das geht so weiter. Allerdings steht im ersten Halbjahr noch ein Umzug an. Da muss ich dann auch noch so ein bisschen drumherum planen. Aber mir liegt natürlich weiterhin unheimlich viel an diesem Projekt und es gibt keine Pläne aufzuhören. Ich muss nur schauen, dass ich so ein bisschen mit meinen Planungen klarkomme. Trotz der langen Wartezeit sind weiterhin Unterstützung eingegangen und dafür möchte ich vielen, vielen, vielen Dank sagen an Ralf, an Sven, an Martin und an Dennis. Und weil bei Auf Distanz Goes Baikonur, dem Seitenprojekt, keine neuen Episoden mehr erscheinen, möchte ich auch hier noch Danke sagen für eine nachträgliche Unterstützung. Vielen Dank dafür an Felix. Felix, wenn du auch hier mithörst, bitte melde dich eben bei mir, denn für Unterstützung, also Aufkleber sind noch da, da würde ich dir gerne welche zuschicken. Auch Bewertungen bei iTunes sind mittlerweile noch eingegangen. Hier möchte ich Alexander vom Hoaxilla Podcast danken und auch Reiko. Vielen Dank euch. Und auch hier für das Seitenprojekt Auf Distanz Goes Baikonur gab es noch eine Bewertung. Vielen Dank dafür an Inara.
Vielen Dank an alle UnterstützerInnen und keine Sorge, hier geht es auf jeden Fall weiter. Die nächste Episode ist bereits in Vorbereitung, da bin ich im Kontakt mit der ESA, da wird es dann um den Satelliten Sentinel 6 gehen. Der wurde am 21. November 2020 gestartet. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.